Es ist Mittwoch. Wahrscheinlich irgendwie 19.30 oder so. Ne, 18.30 wahrscheinlich eher. Ja, also folgendes. Ich habe mir fest vorgenommen, heute eine ESO-Folge aufzunehmen oder eine Episode zu haben, weil ich jetzt mal ein bisschen Schwung hier reinbringen wollte, das regelmäßiger machen wollte. Hab mir also extra Zeit vorgenommen heute am Nachmittag. Da war heute Serverwartung und ich konnte. Das erste Mal habe ich, glaube ich, versucht, irgendwie 13 Uhr wollte ich schnell noch eine Episode zwischenschieben oder so. Und dann ging das nicht. Also in der Mittagspause, dann dachte ich mir, ja, okay, nice, dann wohl nicht. Und dann habe ich jetzt irgendwie am Nachmittag noch gearbeitet, habe irgendwie mal wieder reingeguckt und immer noch Serverwartung. Und jetzt ist es halt irgendwie 17 irgendwas und irgendwie ist jetzt Serverwartung vorbei. Keine Ahnung, wie lange schon. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen früher anfangen können, aber naja. It is, what it is. Und dann machen wir jetzt einfach mal weiter. Oder fangen an. Oder wie auch immer. Willkommen zurück zu Elder Scrolls Online Necrom, die jetzt hier. Wir nähern uns, glaube ich, langsam sich dem Ende. Wir suchen uns ein bisschen mit dem Schicksal auseinanderzusetzen und suchen nach Fäulniskronen, der sich verstecken möchte. Dafür sollen wir irgendwelche Realitätsrisse schießen. Der Partikeleffekt sieht übrigens überraschend gut aus, wie ich finde. Also so im Großen und Ganzen geht es zu allen anderen, also wenn man sich den so mal anguckt. Also der Partikeleffekt hat was. Das scheint die alte Engine noch ganz gut hinzukriegen. Reden wir erstmal mit Torvesat und fragen noch Fragen, bevor wir was anderes machen. Sterbliche, die Schicksalsfäden selbst manipulieren. Wie ungewöhnlich für Hermaeus Mora, dass er solche Macht in eure Hände legt. Er ist wohl verzweifelt bemüht, uns bezüglich der Verbrechen, die er vor so langer Zeit beging, im Dunkeln zu halten. Interessant, dass er irgendeinen komplett anderen Take hat, das ist ein Verbrechen. Ich meine, Hermaeus Mora hat in seiner Erinnerung selber gesagt, dass er das Undenkbare getan hat. Was auch immer das Undenkbare heißt, weil das setzt ja irgendwie voraus, dass er an irgendwelche Regeln gebunden ist. Das kann ich ja nicht oft genug betonen, dass die Daedra ja irgendwie so vom reinen Grunddesign her so ein bisschen funktionieren wie so klassische Dämonen, also auch so in der Religion, dass die halt irgendwie sich an Verträge halten. Aber sie tun es nicht. Also du kannst halt irgendwie Pakte mit Daedra schließen. Aber an sich ist das immer eine Funktion der Macht. Also wenn du so ein Daedra beschwörst, denn also wie die In-Lore-Texte das beschreiben, klingt das halt eher wie eine Art der Gedankenkontrollierung, dass die, wo der, es gibt doch diesen einen Text, Hilfe, ich wurde von einem Sterblichen beschworen. Das, was dann halt irgendwie so mehr oder weniger humorvoll beschreibt mit, dass ich wurde einfach in die Ebene gezogen und dann habe ich geschrien. Und weißt, das ist halt, aber es ist nicht so, dass du wirklich einen Pakt mit denen schließt. Also das, wenn Baldur's Gate, ich habe leider von denen, also sonst keine Ahnung, deswegen kann ich nicht so viele andere Beispiele ranziehen, also gar keine. Aber da ist es anscheinend so, dass diese Pakte wirklich bindend sind. Also die Welt scheint die durchzusetzen. Also das ist halt, deswegen funktioniert das mit dem Wording auch viel besser, dass du halt dich irgendwie nicht daran hältst, weil du wie sagst, naja, hier, da gab es leider, du hättest das Vieh selber töten müssen und das nicht durch andere hätte machen müssen, dessen hast du jetzt dann gegen den Vertrag verstoßen und ich kriege jetzt trotzdem deine Seele, dass du halt mit so einem Scheiß durchkommst. Und das würde hier in der Welt ja einfach nicht funktionieren, weil das immer eine Funktion der Macht. Wenn hier im Dings das, dann möchte ja irgendjemand abziehen mit irgendwelchen Vertraglichkeiten, dann sagst du, nee, aber nee, das lasse ich nicht gut. Also, mal davon abgesehen, dass es so oder so, dieses ganze Teufelszeug, dass dem Moment, in dem es wirklich keine gesunde Menschenverstand-Klausel gibt, die halt irgendwie davon abhält, wirklich zur Wortklauberei bis zum Gehtnichtmehr zu ziehen, ist für das sowieso alles ganz schön absurd. Ich meine, dann kannst du ja wirklich wortwörtlich nicht gewinnen. Was wahrscheinlich die Botschaft dahinter ist, hinter all diesen Teufelsverträgen, dass du halt nicht gewinnen kannst, weil, also es gibt ja einen Grund, warum das Gesetz so geschrieben ist, wie es geschrieben ist. Also dass du halt irgendwie so Richter hast, die tatsächlich irgendwie das Gesetz auslegen, möchte man hoffentlich meinen, wohlwollend. Was halt auch das große Problem da ist, wenn du so eine selektive Durchsetzung hast, wie wo man irgendwie, was ja auch oft argumentiert wird mit, naja, das ist nur für ganz viele Kinderschänder, nur für die machen wir das mit der Überwachung und dann siehst du dann wie irgendwelche Leute, die irgendwie, keine Ahnung, Last Christmas einmal irgendwie runtergeladen haben, dann irgendwie verhaftet werden bei Gründe. Oder halt, wenn du es noch weiter spinnen willst, dass du halt sobald irgendwie das Regime nicht mehr sich vielleicht ein bisschen zum, tatsächlich von der Regierung zum Regime ändert, das ist ja immer so schön der Wechsel, dass dann halt irgendwie Leute wegen genau sowas verhaftet werden. Nicht, weil sie das getan haben, sondern weil sie aus irgendwelchen Gründen politisch nervig sind, wie zum Beispiel die gute Opposition, die jetzt halt noch in irgendeiner Form noch aktiv ist, dann verhaftest du die halt erstmal mit irgendwie so Bullshit-Zeug, weil die Gesetze halt viel zu weitläufig sind. Gerade für so Raubkopien, das ist ein Riesending, ne? Und dann kannst du die Leute da reinknasten, dann geht das halt easy, weil die Durchfunk vorher selektiv war, genau wie irgendwelche Gesetze im Straßenverkehr. Versuch mal wirklich absolut, wenn du nicht in der Fahrschule sitzt, mal absolut regelkonform irgendwie Auto zu fahren. Das ist voll schwer. Also und vor allen Dingen auch sehr anstrengend, weil wegen Geschwindigkeitsbegrenzung und so weiter und so fort, da hält sich ja keine Sau dran, ne? Also theoretisch könntest du da auch mit jedem wegschnappen, oder halt, das sind viele andere Sachen, das ist halt, naja,
Ja, also Verbrechen von Hermios Mora, um wieder darauf zurückzukommen. Ich frage mich, inwiefern das Verbrechen sein können, wenn die großen Daedra wie Hermios Mora quasi wirklich die letzte Instanz des eigentlich von allem, was gut und recht ist, sind. Na gut, ja, willst du mir nicht verraten, worauf es ja nicht hinauslaufen möchte? Ich gehe davon aus, dass meine Ziele recht deutlich sind. Ich will wiederherstellen, was in der fernsten Vergangenheit von Hermios Mora aus der Existenz gelöscht wurde. Jene Erinnerungen, von denen ich nur vermutet hatte, dass sie echt sind, weil mich ein Traum einsuchte. Das ist übrigens eine ganz schöne Schlampigkeit auf Seiten von Hermios Mora. Oder aber, er meinte ja, dass die ja irgendwie die Ungesehenen, dass das und Torwasser zu den Ungesehenen gehört, dass er deswegen bei denen nicht ganz einwirken konnte. Ja, du weißt also nicht mal, was es ist, aber willst trotzdem hinterher. Vielleicht hat Hermios Mora ja in der Off-Chance tatsächlich recht mit seiner Theorie. Weil Daedra in der Regel nicht träumen. Und dieser Traum war unerbittlich. Er kehrte Nacht um Nacht wieder. Die Vision einer Statue Verminas und der immerwährende Blick von Hermios Mora. Ursprünglich suchte ich die Hilfe der... Offensichtlich. Doch Vermina konnte nur feststellen, dass Perjite und sie sich ebenfalls nur sehr schwach derselben Erinnerung entsinnen konnten. Dieses Wissen verband uns. Wir bündelten unsere Ressourcen und planten, die gestohlene Erinnerung aus Apokrypha zu bergen. Ich bin außerdem auf die Tastatur gekommen, während ich gerade was anderes gemacht habe. Naja, okay, gut, das ist aber sicher. Ich habe nicht so viel weggeklickt. Ja, also, Daedra träumen nicht. Vor allen Dingen frage ich mich dann noch, welche Nacht. Bis jetzt ist es in diesen daedrischen Ebenen so richtig dunkel, wird es hier nicht, ne? Dafür seid ihr ja. Ich habe keinen Plan, nennt euch die Ungesehenen. Ja, wer sind die Ungesehenen? Ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich habe keine Erinnerung an das Leben, bevor ich meinen Clan verlor. Ich weiß nicht einmal, aus welchem ich ursprünglich stamme. Ein Teil meiner Vergangenheit fehlt. Ein Teil von mir. Und ich werde nicht ruhen, bis ich ihn geborgen habe. Manche Erinnerungen kehren zurück, aber nicht alle. Er weiß selber nicht, wer die Ungesehenen sind. Naja, das ist ja hochinteressant. Deramil, willst du noch was sagen? Richtet jeden der Schicksalsfäden aus und ich webe sie dann neu zusammen, um den Weg nach Mythos freizumachen. Beeilt euch, Entsandte. Ich spüre schon, wie die Verderbnis wieder Besitz von mir ergreift. Na, klasse. Okay, sie kennt das. Also, er meint sie damit, die, dass die Schicksalsfäden. Da hinten ist noch einer. Ja, der Schicksalsfaden sieht auch sehr interessant aus. Das Schicksal wendet sich zu uns. Gut. Aha, ich nehme mal an, das Schicksal spawnt gleich noch irgendwelche Viecher, oder? Es wird wahrscheinlich nicht so einfach sein, dass wir von einem Ort zum anderen laufen und einfach irgendwelche Dinge tun, oder? Die Schichten richten sich aus. Der Weg öffnet sich. Ja, super, oder? Gut, nun lasst uns zu Leramir zurückkehren und herausfinden, ob alles richtig ausgerichtet ist. Geradeaus nehme ich an, ne? Fast ja. Geschafft. Helft mir, das Portal auszurichten. Bin auch sehr beeindruckt. Schade, dass ihr keine unterschiedlichen Farben habt. Das wird das noch irgendwie schon machen. Tut, was Leramir sagt, Sterbliche. Diese verschiedenen Fäden auszurichten ist keine leichte Aufgabe. Ja, ich kann das ganz schlecht einschätzen. Ich brauche eure Hilfe, um die... Ja, okay, dann richten wir halt aus. Ausrichten, nach Mythos. Der Weg nach Mythos ist offen. Schicksalserwählte, sprecht mit mir. Ach, jetzt taucht er auf, der morsche Hermes, wisst ihr? Die ganze Zeit machen wir uns ja Mühe, diesen Bullshit zu machen. Und jetzt, wo wir gerade mal 3 Meter weiterkommen, taucht er auf. Wisst ihr, anstatt uns vorher schon mal zu helfen. Torwasser? Euer Herr ruft, Sterbliche. Sagt ihm, dass ich den Ansturm auf seine Ebene nicht fortsetzen will. Eigentlich will ich ihn beenden. Ja, aber deine eigenen Ziele sind trotzdem wie so ein bisschen Zweifelsdings. Der Wissende hat um eure Anwesenheit gebeten, Entsandte. Verschmäht eine solche Ehre nicht. Ja, das ist das Problem, ne? Das sieht nicht jeder als gleiche Ehre an. Die Hallo, Verderbnis bringt Verheerung über meine Ebene, Erwählte. Jedwede Erleichterung, die mir seit der Befreiung von Verminas Traum zuteil wurde, ist wieder verflogen. Meine Verbindung zu Apokrypha wird immer schwächer. Und das elende Gift macht mich hilflos. Das große Auge ist blind. Das ist krass, dass es überhaupt zugibt, ne? Und das nächste Ding ist aber auch, das ist halt, so leicht kann man daedrische Fürsten besiegen? Warum zur Hölle haben wir so ewig lange an Olle Dingsbums hier rumgefuchtelt? Ich hab seinen Namen vergessen, verdammt, ich hasse, wenn ich Namen vergesse. Ich wollte gerade Baal sagen, aber nein, so heißt er nicht. Nicht Dagon Ur, Dagon Ur war der andere Typ. Arr, der in Deadlands relevant war.
Naja, auf jeden Fall hätten wir da vielleicht auch noch einfach mal bei Pirita anklopfen müssen. Der scheint durchaus ein paar gute Pläne zu haben. Na gut, was können wir tun? Ob schon Vermina sich vor mir versteckt, erhaschte ich kurze Blicke auf Perites Schoßhund, wie ein Mythos einbrach, bevor meine Sicht schwand. Er verbreitet Verderbnis in den Fundamenten der Ebene. Während Apokrypha dahinsiecht, zerfällt es. Eine solche Zerstörung wird Wellen in der Wirklichkeit auslösen. Ja, gut, also erzählt er uns gerade das, was wir sowieso schon wussten. Ja, wir waren gerade dabei, Mythos zu betreten. Gut. Sobald ihr drin seid, werdet ihr meine Augen sein. Ich werde euch weder unmittelbar helfen können, noch kann ich euch zeigen, wo die Invasoren sind. Was genau macht er denn überhaupt? Ja, Torvesart meint, er könnte uns dabei helfen, wie auch immer das. Torvesart? Natürlich. Der Ungesehene. Ich spüre seine Anwesenheit nicht. Das Schwarzbuch, das ihr bei euch führt, setzt es ein, wenn ihr meine Stärke braucht. Seht nur nicht direkt auf die Seiten. Selbst die Schicksalserwählte kann Schaden nehmen, wenn sie auch nur den kleinsten Moment verbotenem Wissen ausgesetzt wird. Ja, davon habe ich schon gehört, von der absoluten Wahrheit, und das ist, na gut, daran denke ich bestimmt. Ich rufe alle Schicksale, die mit eurem verwoben sind, Erwählte. Nur gemeinsam können wir die Wirklichkeit retten. Schade, dass Herr Mios Moron... Erwähnte ich bereits, wie sehr ich Teleportation verabscheue? Warum sollte seid ihr alle hier? So seltsame Gefährten, um euch zu scharen. Ich habe mir das Gefühl, der Weg nach Mythos wartet, Sterbliche. Lasst uns keine Zeit verschwenden. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier gerade ein bisschen Richtung Endkampf geht, weil hier irgendwie alle möglichen Leute auf einmal da sind. Ich kann euch jetzt schon sagen, in dieser Episode gehen wir nicht mehr nach Mythos, weil wir fertig sind, mit allen zu reden, ist wahrscheinlich alles vorbei hier, oder? Hallo, Lehrer Mir. Auch wenn die Verderbnis mich immer noch bedroht, werde ich nicht von meiner Pflicht weichen. Ich habe dies mit euch angefangen. Ich will es auch mit euch zu Ende bringen. Fast schon romantisch. Doch wir dürfen die Gefahr keineswegs unterschätzen. Falls Skrut oder ich der Verderbnis erliegen, wendet euch an Torvesart, um euch zu helfen. Übrigens, reines Verständnisproblem, falls du das hier gerade Jahre später siehst und oder auch Monate später, Wochen später, Tage später und tatsächlich so ein bisschen leichter Lore-Crack in Sachen ESO bist, ich bin jetzt zugegebenermaßen zu faul, das nachzugucken, aber bin durchaus gewillt abzuwarten. Die Frage, die ich mir stelle, ist die: Lehrer Mir wurde uns ganz am Anfang vorgestellt, als dass sie kein Anbeter, Priester oder Kleriker von Hemios Mora ist, sondern eine elfische Magierin, Forscherin, die halt mit Hemios Mora Pakte schließt oder geschlossen hat und Zugriff auf den Wissen benutzen, ab und zu Aufträge für ihn ausführt, weil sie das halt, weil das halt mit zu ihren Bezahlungszeug gehört. Ja. Und warum genau wird sie jetzt davon betroffen? Ich dachte, sie steht tatsächlich außerhalb der Dinge und ist halt nur eine enge Vertraute von Hemios Mora, aber wirklich nur in dem Wortsinn und nicht, dass sie mit Apokrypha selbst verbunden ist. Und jetzt auf einmal wird sie halt die ganze Zeit von diesen Effekten mitgenommen, was ja irgendwie ein bisschen komisch ist. Mal davon abgesehen, dass sie offensichtlich das Schicksal weben kann, was anscheinend nicht so üblich ist für Sterbliche laut Taubesat, was ja, übrigens, das weiß er, wo auch immer das Wissen herkommt, was ja irgendwie ein Indiz dafür ist, dass der gute Mann vielleicht irgendwie, dass die gute Frau vielleicht doch ein bisschen wichtiger ist, als sie das am Anfang initial beschrieben hat. Oder ich irgendwie ein wichtiges Stück Exposition verpasst habe und deswegen nicht so ganz mitkomme. Naja, unabhängig davon. Also sie vertraut Torvesart? Natürlich nicht. An diesem Dremora ist etwas ungewöhnlich. Unter anderem der Umstand, dass der Wissende seine Anwesenheit nicht spüren kann. Doch Torvesart will offensichtlich etwas von euch. Nutzt dies zu eurem Vorteil. Ja, dass er komplett unsichtbar ist, ist tatsächlich sehr viel. Was ist die Hand auch mit der Verderbnis, die Torvesart versteckt? Na, anscheinend nicht. Er kann das anscheinend so, ne? Vielleicht. Doch der Wissende scheint zu glauben, dass noch etwas anderes im Spiel ist. Und ich stimme dazu. Torvesart muss näher untersucht werden. Aber später, wenn die Wirklichkeit nicht mehr in unmittelbarer Gefahr schwebt. Denkt daran, was Hemios Mora euch sagte. Denkt an das Schwarzbuch.
Das ist auch immer das mit den Schwarz. Also das ist halt irgendwie so ein Wink mit den Zaunfallen. Ne? Das kann eigentlich nur absolut relevant werden. Übrigens, das Schwarzbuch, wann haben wir das eigentlich anders genommen? Dass ich jetzt irgendwie ein bisschen zu viele Pausen zwischen den einzelnen Aufnahmen machen, wirkt sich jetzt gerade sehr negativ darauf aus, dass ich mich echt nicht mehr erinnern kann, wo dieses verdammte Schwarzbuch eingesackt haben. Ja, wie genau benutze ich das? Schlage ich das einfach auf und halte das wie einen magischen Gegenstand nach vorne und hoffe, dass es von alleine Probleme löst? Genau das, was Mora euch sagte. Setzt es ein, wenn ihr euch auf seine Kraft berufen wollt. Seht aber nicht zu genau auf die Seiten. Ich weiß aus eigener Erfahrung, was der Blick auf solches Wissen einem sterblichen Geist antun kann. Ich wünschte nur, Gardein würde nicht darauf bestehen, mit uns zu gehen. Ja, was diese Romanze zwischen den beiden so soll, ist mir immer noch nicht so ganz klar. Aber ich nehme mal an, das ist jetzt ein bisschen spät darüber zu meckern und irgendwie zu hoffen, dass es nicht passiert, oder? Sie macht sich also Sorgen. Ich mache mir Sorgen um all meine Verbündeten, aber... Ja, Gardeins Sicherheit macht mir Sorgen. Ich fürchte, dass sein Herz zu rein, zu unerfahren ist, um das zu überstehen, was wir in Mythos erleben könnten. Wenn ich falle, dann beschützt ihn Entsandte. Bitte. Ja, da wir ja irgendwie immer die Guten in diesen Storys sind und nie irgendwie uns für die bösen Entscheidungen entscheiden dürfen, sondern nur so einen ganz kleinen Rahmen, werden wir wahrscheinlich uns tatsächlich für das Gute entscheiden und Olga Dein retten. Aber interessant, dass sie direkt schon sagt, wenn ich falle, ich meine, sie impliziert jetzt schon, dass sie wie ein Verfallen wird. Na gut, reden wir mit mehr Verbündeten, wie zum Beispiel Skrut. Ich leide, genau wie das große Auge leidet. Doch an eurer Seite würde ich in die Tiefen von Apokrypha selbst schweben. Was genau das ist, was wir gerade tun. Gebt mir bloß nicht die Schuld, wenn meine Tentakel abfallen oder ich euch angreife oder etwas derartiges. Naja, ich habe tatsächlich nicht allzu viel Angst vor einem Wachling, vor allen Dingen, weil Scooter selber gesagt hat, dass sie es kein Kampfwachling ist. Ja, sicher, dass du noch mitkommen möchtest? Welche Wahl habe ich denn, Sterbliche? Das große Auge befiehlt und ich gehorche. Außerdem, was auch immer Torvesaat für mich getan hat, scheint die schlimmsten Auswirkungen der Verderbnis zurückzuhalten. Zumindest fürs Erste. Ja, das ist eigentlich eine gute Frage, was der gute Torvesaat gemacht hat, weil er hat ja selber gesagt, er hat keine Ahnung, wo er herkommt. Und trotzdem verfügt er anscheinend über Fähigkeiten, die normale Dremora eventuell vielleicht nicht haben. Oder ist es vielleicht, gehört er vielleicht zu den eigenen Stamm von... Also hat Hermios Mora seine eigenen Dremora für solche Fälle. Na naja, gut, Melin? Warum auch immer der noch dabei ist? Man sagt, die Toten hätten nichts zu fürchten. Doch warum erfüllt mich dann ein gewisses Unwohlsein? Nun, solange ihr meinen Seelenstein bei euch habt, gehe ich, wohin ihr geht. Selbst wenn es wahrscheinlich in unseren Untergang ist. Ah, das wär nicht das erste Mal, dass ich irgendwelchen sketchy Orten in den Ebenen des Vergessens herumlaufe. Das wird schon alles gut. Das hat bis jetzt auch immer geklappt. Also wirklich, Melina, muss man ein bisschen mehr Vertrauen haben. Das Ding ist, wir könnten ja auch jederzeit diesen Seelenstein kaputt machen. Da hätten wir bloß halt diese Geistersicht nicht, die überraschend nützlich ist. Also wir sind wirklich dem Untergang verdammt. Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Ich habe euch Erstaunliches vollbringen sehen. Und der Meus Mora glaubt an euch. Doch dies ist Mythos, in das wir vordringen. Um uns den Vorkämpfern zweier feindlicher Fürsten zu stellen. Vielleicht sogar den Fürsten selbst. Nicht gerade meine gewohnte Kost. Gewohnte Kost? Naja, gut, das ist die Vorkämpfer, das ist gut der auserwählte Champion, aber das Ding ist eigentlich, also Vermina in der Gestalt von Olle Scherini kann eigentlich gar nicht so mächtig sein, oder? Also wahrscheinlich schon mächtig, aber nicht so mächtig wie die normale Daedra-Form. Und das ist ja eigentlich der Punkt, wo wir dann eigentlich hoffentlich ganz gut wegkommen, oder nicht? Also, einfach umkehren und nach Hause gehen? Das habe ich nicht gesagt. Das Schicksal der Wirklichkeit hängt in der Schwebe. Das ist nichts, wovon man sich einfach abwendet. Nicht, wenn wir auch nur die geringste Chance haben wollen, die Existenz zu bewahren. Nein, ich werde euch helfen, so gut ich nur kann. Der Geist eines Telvanni-Magisters und sein Ersatzkörper. Sind wie gerade der Ersatzkörper in dieser. Das ist ja eine absolute Freche. Also wirklich Ersatzkörper. Ich gebe dir gleich Ersatzkörper. Okay. Ach ja, Schwarzbuch. Damit sollte Melin sich eigentlich auskennen. Das ist eine hervorragende Frage. Ich musste verschiedene Schutzzauber verwenden, um es überhaupt studieren zu können, ohne nach Apokrypha gerissen zu werden. Doch, wenn der Fürst des Schicksals sagt, ihr könnt es einsetzen, um euch bei eurer Mission zu unterstützen, so nehmt ihm beim Wort.
Er hat keinen Grund, euch anzulügen. Ja, außer wir haben bereits alles in Sacken und Tüten eingetütet und das eigentlich sieht ganz gut aus, nur dass wir jetzt... Also, das Ding ist halt, Herr Mios Mora würde uns ja nicht direkt mitteilen, also, vielleicht, wir haben ja so ein bisschen viel gesehen und vielleicht sind wir noch geradezu mächtig und könnten jede Menge Elend machen, aber wenn wir uns jetzt nach Mythos lockt, wenn da das Schwarzbuch aufmachen, würde uns das vielleicht einsperren. Also, das ist, ich könnte mir durchaus schnell noch ein paar Szenarien herbeifantasieren, die dazu führen, dass der morsche Hermus aus irgendwelchen Gründen Täuschung betreiben muss. Also dieses Ding ist halt, dass diese Aussage, dass die Realität gefährdet ist, es stammt immer nur von ihm. Also ich meine, das ist halt, das wiederholen jetzt zwar alle anderen Leute, aber die einzige Quelle dieser Aussage bleibt nach wie vor Mios Mora selbst. Das darf man nicht vergessen. Wir haben noch nie irgendwie eine Bestätigung von irgendeiner anderen Seite davon gefunden. Oder das, also, meine gut, das ist jetzt das ist so konzeptionell, ich meine, wer soll es sonst wissen, dass es am Ende da so sein wird. Außer er selbst, weil die anderen Daedra haben offensichtlich nicht so den Überblick über das Schicksal. Aber trotzdem ist es halt, können wir diesen Anspruch, dass die Realität beenden wird, nicht so wirklich bestätigen, also nochmal von der zweiten Meinung. So, was soll macht Gardein eigentlich hier? Wie ist er bis hierher überhaupt gekommen? Als ich mit euch auf diese Mission aufbrach, hätte ich nie erwartet, an der Seite von Daedra zu arbeiten. Geschweige denn ins Herz von Apokrypha zu marschieren. Ich muss gestehen, dass ich Angst habe. Doch ich stehe euch bei. Euch und Leramil. Ihr habt mein Wort. Ja, super. Ich weiß leider immer noch nicht, welchen Wert genau er hat. Ja, du musst das nicht. Du könntest einfach nach Hause gehen und chillen. Wir machen das schon. Bietet ihr mir einen Weg, mich zurückzuziehen? Habt Dank, meine Freundin. Aber ich passe. Ich habe dem Abt versprochen, das Fulcrum Obscura zu bergen. Und Torvesat hat mir versichert, dass Vollniskrone das Relikt hat. Wann hat er das denn versichert? Also wann genau hat dieses Gespräch stattgefunden? Das ist wirklich nur der Grund? Du willst nur wegen dem Fulcrum Obscura? Na komm schon, du stehst auf Leramil, gib's zu. Nun, wie kann ich der Rettung der Wirklichkeit den Rücken zuwenden? Oder Leramil verlassen? Solange die Verderbnis sie bedroht, wird sie jemanden brauchen, um sich anzulehnen. Ein Augenblick. Was wollt ihr da andeuten? Oh, also ich finde das, also ich bin mir nicht ganz sicher. Also das Ding ist halt die Sprachschauspieler, ich habe mal Voice Actor mal freundlicherweise mal richtig übersetzt, war an sich Synchronsprecher, finde ich, lässt das ein bisschen tatsächlich untergehen, dass das ja schon so eine gewisse Fähigkeit darin ist, die Stimme mit den entsprechenden Emotionen, die dazu passen, zu wecken ist. Das klang gerade unfassbar dilettantisch. Darauf wollte ich ja nicht gerade hinaus. Im Großen und Ganzen sind die Leute, die in ESO sprechen, solide. Also da kann man jetzt nicht sagen. Also sie sind jetzt nicht, also ich sehe mit meinen wahrscheinlich nicht besonders guten Urteilsfähigkeiten selten wirklich gute Performance, wo ich mir denke, oh ja, da hat jemand richtig abgeliefert, das ist sehr geil. Aber ich sehe auch selten schlechte Sachen. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob das nicht das Writing ist, weil das, oder die Übersetzung, weil, einen Augenblick, was wollt ihr da andeuten? Das, also egal wie du es aussprichst, das klingt halt irgendwie wie dritte Klasse Dialog schreiben, wirklich. Naja. Schönen Tag noch. So, Torvesat, du bist der Letzte dran. Eine seltsame Versammlung von Verbündeten für jemanden so Vortreffliches. Ihr könnt mich dazuzählen. Zumindest so lange, bis unsere Wege sich wieder trennen. Ich bin bereit, Mythos zu betreten, wenn ihr es seid, Sterbliche. Ja, warum kann Hermes Mord deine Anwesenheit nicht spüren, obwohl das eigentlich vollkommen, mittlerweile klar ist, dass er das nicht weiß? Der Fürst des Schicksals hat seine Geheimnisse und ich habe meine. In Wahrheit weiß ich es aber nicht. Das ist eines der Dinge, die ich zu erfahren hoffe, wenn ich die gestohlene Erinnerung aus fernster Vergangenheit berge. Das sehen wir eigentlich relativ selten, dass wir Daedra haben, die vergesslich sind oder die wir so Alzheimer haben. Weil das ist ja nicht, wenn du immer wieder reinkarnierst, ich meine, physisch ist das Problem nicht, aber wenn die so Psychosen haben oder sie sind halt einfach so gebaut, dass sie keine Psychosen kriegen und so weiter und so fort. Weil ich meine, wenn du ewig lange lebst, das kann schon, kann sich geistig drum rumschlagen. Ich meine, wenn ein menschliches Bewusstsein irgendwie depressiv wird, warum sollte nicht ein magisches Bewusstsein, ein dätisches Bewusstsein nicht auch irgendwie sich in irgendwelche Gedankenspiralen finden. So, also das meinst du, das ist eigentlich quasi deine eigene Erinnerung? Ich glaube, dass die verlorene Erinnerung uns alle angeht. Aber ja, ich denke, dass sie für mich eine besondere Bedeutung hat. Ich kann allerdings nur darüber mutmaßen, was es genau ist. Es nicht zu wissen, jedoch, das treibt mich dazu, das wieder freizulegen, was verborgen wurde. Koste es, was es wolle.
Ja, das ist das Problem mit diesen unsterblichen Dedra, sie hören einfach nicht auf, ne? Na gut, hier, die Mittel sind wir fertig mit ihrer Mission, aber wir noch nicht. Wir gehen jetzt also rein ins Mythos-Gewölbe oder nach Mythos selbst, aber das, wie angekündigt, beim nächsten Mal. Ciao.